ready to talk? Ich habe so Gänsehaut bekommen. Welcome to my world. Hi. So Leute, moin moin. Ich komme gerade von der Arbeit. Deswegen sehe ich ein bisschen fertig aus, aber ich möchte einen ganz besonderen Moment mit euch teilen. Und zwar möchte ich dieses Paket hier öffnen. Da ist was ganz Besonderes drin, und zwar meine eigenen ersten Fotokarten, die ich selbst designt habe. Und in 2 Tagen ist mein erster Auftritt, meine erste Show. Und da will ich natürlich, dass die Leute irgendwie was von mir mitnehmen können, wenn sie mich cool fanden. Und ich dachte mir, ja, warum mache ich nicht einfach Fotokarten von mir selbst, weil why not? Why not, bro? Ich bin sehr gespannt. So. Ich weiß actually nicht überhaupt, wer mir irgendwas zu Weihnachten schenken wird, außer vielleicht meine Eltern. Deswegen fühlt sich das gerade so ein bisschen nach Weihnachten an, weil ich ein Paket öffne. Sad life. Alright Leute, ich möchte jetzt diesen Moment mit euch teilen. Ich bin so gespannt. Actually habe ich einfach nur Visitenkarten bestellt, aber ich weiß jetzt nicht, wie cool die jetzt aussehen und oh fuck, let's see it. Okay, das ist ein ganz schön großer Karton für ein paar Visitenkarten. Oha, oha, das ist die Rückseite. Die Vorderseite. Damn boy, that's actually pretty sick. Ich nehme jetzt einfach mal welche raus. Let's fucking go. Fokussier. Ich habe jetzt 500 davon. Ich weiß nicht, ob ich die alle verteilt kriege. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue, weil ich habe das ja selber in Auftrag gegeben. Nichts davon hat irgendwas damit zu tun, ob mich jemand mag oder nicht. Oder ob ich irgendwie famous bin oder nicht. Das könnte ja jeder von sich machen. Aber trotzdem freue ich mich irgendwie. Die haben halt keine runden Ecken wie die Fotocards, sondern halt so eckige Visitenkarten-Ecken. Und ein Kumpel hat mich auf die Idee gebracht, das einfach mit einem Nagelclipper zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ich glaube, er hat gesagt Nagelschere und nicht Nagelclipper. Jetzt hat es immer noch eckige Ecken. Ist nicht rund geworden. Was mache ich jetzt? Ich kann die nicht alle per Hand schneiden. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich muss es doch mit der Hand machen. Ob das was wird. I mean, it's not too bad, actually. I mean, it's okay. It's quite. I mean, es funktioniert so halbwegs. Also jetzt mal gucken, ob das auch mit mehreren gleichzeitig funktioniert. Und mit wie vielen das gleichzeitig funktioniert. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mehrere auf einmal versaue. 12 Sekunden später. Okay, das ist schon die Grenze von dem, was geht. Ups. Nein, die sind gar nicht gut geworden. Das habe ich mir nur aufgebürdet, 500 Fotokarten zurechtschneiden zu müssen. Ich würde mich echt saugeerbt fühlen, wenn jemand mich irgendwie in der Handyhülle hätte oder so. Ich glaube es zwar nicht, weil... Ja, ich glaube es halt einfach nicht. Weil warum sollte jemand mich da in der Handyhülle haben und nicht irgendjemand anderes? Aber es wäre wild. Ich würde mich so geehrt fühlen. So, es ist Donnerstag, Nachmittag. Ich bin noch ein letztes Mal auf Arbeit, bevor ich morgen dann nach Berlin fahre. Ich muss noch meine Playbacks fertig machen. Und ja, es ist noch so viel zu tun. Ich muss mal alles zusammenschneiden, mein Outfit vorbereiten. Jemand hat mich gefragt, ob ich aufgeregt bin. Jetzt noch nicht. Ich glaube, das kommt dann erst. Ich glaube, wenn ich dann wirklich dort bin und dann irgendwie auch eine Generalprobe ist und die Leute dann alle kommen, glaube ich, dass es dann kommt. Ich habe auf jeden Fall echt Bock drauf. Aber ich glaube, ich kann erst mich richtig drauf freuen, wenn ich alles fertig gemacht habe. Aber jetzt muss ich erstmal ein bisschen Gitarrenunterricht geben. Okay. Also, ich bin zu Hause. Hier sieht es unordentlich aus. Meine Sachen sind noch nicht fertig gepackt. Ich bin nochmal in DM gegangen, habe mir nochmal eine Gesichtsmaske gegönnt, weil ich mir dachte, yo, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, am Abend davor irgendwie noch ein bisschen zu entspannen. Vor allem, weil ich weiß, dass jetzt die Nacht ein bisschen stressig wird, weil ich ja alles fertig machen muss und so. Und dann muss ich es noch abmischen und alles. Ich
realisiere irgendwie gar nicht richtig, dass es schon morgen ist, weil das ist für mich so weit entfernt, weil ich muss ja erst dahin fahren, da mein Hotel einchecken und alles und da ist noch so viel vorher zu tun. Aber actually ist es so, dass ich eigentlich in 24 Stunden ist mein Auftritt schon fast. Und es ist irgendwie krass, weil das hört sich irgendwie echt nicht nach viel Zeit an. Oh, ich bin so faul. Ich weiß nicht, ob ich faul bin oder einfach keine Energy mehr habe, weil ich so viel machen muss die ganze Zeit und arbeiten muss und dann Social Media und neue Posts machen und filmen und dann meinen Auftritt vorbereiten. Dann, bin echt gespannt. Ich weiß gar nicht, wie das wird. Ja, wir werden sehen. Gut. Ja. Wir alle zum Essen gehen. Zeig uns den Mochi Fries. Mochi Fries? Mochi? Wo ist denn der Unterschied? Ist das ihr YouTube, aber sie hat super YouTube. Yes, I'm starting a YouTube channel. Starting? Yes, I'm just starting out. I only have one video up. How many followers do you have? No, maybe like 200. Tonight will be 300. I hope so. I hope so. Oh.
aufgenommen, um heute hier zu sein. Also Applaus dafür. Und jetzt zwei Lieder von Bonn, also seid gespannt. Seid ihr drauf? Ich bin Asuka, oder so mein Künstlernamen, bin Dio Asuka unterwegs. Ich bin ein neuer K-Pop-inspired Solo-Artist und actually ist das eine Weltpremiere für mich und eigentlich auch für euch, weil das ist mein erster Auftritt. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr so geil hier mitmacht. Eine große Ehre. Und bevor ich noch eine weitere Performance für euch heute habe, möchte ich noch eine andere Premiere ankündigen, und zwar ich habe ganz frisch gepresste erste eigene Fotokarten mitgebracht für heute und ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich vielleicht in eurer Sammlung auch einen Platz finde. Also wenn jemand von euch Lust hat, eine neue Fotokarte in eure Sammlung aufzunehmen, dann kommt einfach zu mir. Habt ihr Lust noch auf eine Performance von mir? Danke schön.
Alright, Leute, es ist Sonntag. Ja, die Party war auf jeden Fall noch so wild. Also ich hätte mir keinen niceren ersten Auftritt wünschen können. Die Stimmung war so mega, ich habe so viele von euch kennengelernt. Ihr habt nach meinen Fotokarten gefragt und wir haben zusammen Party gemacht. War einfach nur so nice und welcoming, dass wir einfach alle Musik lieben und K-Pop lieben und das zusammen celebraten. Ich habe so viele talented Artists kennengelernt, die aufgetreten sind. Also ich habe so Gänsehaut bekommen und ich bin echt sad, dass ich noch nicht weiß, wann das nächste Mal sein wird. Das könnte ich echt jede Woche machen. Also, ich fahre jetzt erstmal wieder zurück nach Hause. Wenn ihr mich weiter auf meinem Weg begleiten wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welchen Content ihr denn noch gern sehen wollt oder wo ich mal unterwegs sein soll oder wo ich mal auftreten soll. Ich freue mich, dass wir das hier alles zusammen erleben und I love you und bis bald.